Boden gut zu machen. Aber natürlich Sakata mit dem Geschick eines Profis macht er da die Tür zu und fährt als erster über Start und Ziel. Also das sicherlich die knappste Entscheidung heute beim Grand Prix der Tschechischen Republik. Ich gestehe, ich bin auch geschlaucht nach diesem Finale. Also da war alles drin in der letzten Runde. Gratulation an Sakata. Aber es verbleiben gut 12 Punkte Vorsprung. Das Aufwärmtraining am Sonntag um 9.30 Uhr live. Und um 13.30 Uhr live aus Spa-Francorchamps und der Grand Prix von Belgien bei Eurosport. Und wir sind wieder auf dem Nürburgring, liebe Zuschauer, beim Siegerlandpreis, dem 11. Lauf von Pro Superbike. An der Spitze unverändert die Startnummer 1, Edwin Weibel. Doch dahinter hat Ernst Gschwender Nummer 3 seinen Teamkollegen Andreas Hoffmann überholt und ist jetzt auf Platz 2. Noch 6 Runden zu fahren. Ja, hier in der Rundentabelle wird noch Hoffmann auf dem 2. Platz geführt. Aber vorhin sahen wir Gschwender bereits vor ihm. Udo Mark auf der 4. Position. Er hat sich bereits etwas von Gruschka absetzen können. Und nicht nur auf den vorderen Plätzen geht es heiß her, jetzt auch hier. Pajic liegt mit der Nummer 72 an der Spitze dieser Gruppe. Dann haben wir noch Bernhard Kaspers mit der 8, Bernhard Schick mit der 6, Klaus Ehrenberger mit der 56, Marcel Kellenberger mit der 75 und Peter Rubato mit der 19. Und Herbert Enzinger, die Nummer 22, hat sich wieder vor Mile Pajic gesetzt. Hier mit Michael Geiger mit Sakabalagi und es geht hier dicht um die Strecke. Wer sagt, dass ein Rennen nur auf den vorderen Plätzen spannend sein kann, der lügt. Um es mal ganz gelinde zu sagen, wir können Sie vom Gegenteil überzeugen. Herbert Enzinger hat sich etwas von der Gruppe gelöst. Und Nummer 6, Bernhard Schick, macht in der Bremszone hinter der Yokohama. Geht nach wie vor auf Bernard Lama von Paris Saint-Germain. Das ist seine Wahl, das hat er nachdrücklich bestätigt, ein neuer Mann in der französischen Mannschaft, der Verteidiger Marcel Desailly. Der Stammverteidiger ist verletzt und deshalb Chancebewertungsprobe für einen neuen. Das ist er gleich am Ball, macht sich sofort in bewährter Manier in den Angriff auf. Kein Verteidiger, dieser neue Mann Marcel Desailly, der nur hinten steht. Ein Fragezeichen, ein dickes auch über Eric Cantona von Manchester United, der in dieser Saison nur ein Spiel bestritt, das traditionsreiche Spiel des Cupsiegers, des englischen Cupsiegers gegen den Meister. Ansonsten plagen ihn Verletzungen. Über die Form von Cantona wusste eigentlich niemand so recht Bescheid. Ravelli im Tor der Schweden, 100 Länderspiele bisher. Und damit erklärt sich auch der 34-jährige Thomas Ravelli, einer Marke, die dann vor 2 Jahren, ich darf das immer wiederholen, war er ja ein ungeliebter Weltcupsieger. Da hatte er am Ende den Weltcup gewonnen. Der Santa steigt jetzt auch ein. Er sucht also seine eigene Chance und sagt sich, ich fahre mit von Driest mit. Den lasse ich mal die Mehrzahl der Arbeit machen. Wenn ich von ihm nach vorn gefahren werde, dann sind wir Mapei-Fahrer vorn 2, also Hernandez und De La Santa. In jedem Jahr gibt es dort auch den Schlusssport bei der Tour de Suisse. Da gab es ja in diesem Jahr den Sieg von Jamoliden Abdushaparov, im vergangenen Jahr den von Olaf Ludwig, nachdem die Spitzengruppe und Kurt Betschart nach einer Fehleinweisung auf den letzten Kilometern